Ja gut, aber dann ist es Okay, es geht los, Leute. Jetzt Da muss erstmal ich volle Bärne Konzentration. machen. Fuck this. Adrian, by the way, du hast trotzdem noch ein. Also, wir dürfen nicht in den Chat schreiben von der Prime League, ne? Hast du das Ach, kann ich? gesehen? Ja, ich muss sogar raus hier. Ach, das ist ja. Zeig nochmal die Bands, bitte. Ja. Was hatten wir? Fresh? Skarner? Skarner, Thresh und Riven waren das. Außer wir wollen Riven für Ivan ersetzen, Wir aber. können, wir können Nein, Riven nein. für Ivan ersetzen, falls die Riven First Rotation nehmen, picken wir Poppy. Und ansonsten wenden wir in der Second Rotation Riven und Jayce und picken Gangplank. Oder wir machen einfach Riven. Ja, Riven ist gut. Ihr wollt Riven bannen? Ja. Ja. I guess so. Ist ein bisschen dumpf, also stumpf gelöst, so, aber Riven One-Trick, Riven Bannen hört sich gut an. Ja, der ist ja kein One-Trick. Ja, also der hat das ist 200 auch gut, Games Camille und Riven so. und Ja. 150 Games Jayce, ne? Ja. Und dann 100 Games Camille, also das ist jetzt nicht ein One-Trick. Warte, Wir picken Ezreal ist Ezreal. offen. Ezreal first, ja. Und dann werden die Rakan gehen. Kaiser? Maybe? Aber ist Ezreal hier der so, ja? Call? Aber ja, doch, stimmt, wenn wir verboten Ich glaube, Ezreal ist ein guter Call. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, einfach wir haben machen. Mit Ezreal so gute Erfahrungen Dann gehen wir gemacht. jetzt einfach Jarvan plus irgendwas anderes oder so. Jarvan Rakan. Jarvan Rakan, Jarvan Rakan, wenn ridiculous. Rakan offen ist. Und wenn Rakan Ja. nicht offen ist, was gehen wir dann? Sehen wir gleich. Also, warte, wenn die jetzt Rakan picken, ja, dann probably Leona. Oh. Ja, Leona gegenpicken. Ja. Lulu, der Support von denen spielt tatsächlich Lulu. Wir Really? könnten irgendwie Vielleicht gehen Lulu, die. Ivan, Kaiser oder sowas kennen. Das wäre richtig Ja, nett. Das wär oder richtig Vayne nett. dazu. So viel Shield und du baust aber Anti-Shield noch. Trotzdem ist das, also Vayne gegen Ezreal ist ganz aber gut. Jetzt warte mal, das kann auch immer noch. Also ich sehe kein einziges. Doch, der hat 9 Lulu-Games die Season. Das könnte halt auch. Spielt man nicht auch in manchen Matchups Toplane Lulu? Aber warum sollte man gegen einen Autofill-Toplaner Lulu spielen? Ja, fair enough. Also ich meine. Also der Midlaner spielt Lulu und der Supporter spielt auch Lulu. Ja, aber rein mit dem Also wir Rakan können jetzt, gehen wir jetzt hier Rakan, wir können, aber wenn es ein Support ist, können wir jetzt halt auch Nautilus picken und aggressiv Botlane spielen. Ich glaube, Was wollt ihr lieber? Man macht das ja immer mit Rakan auch, ne? Ja, bist true. Du, bist du Rakan oder Nautilus? Ja, go Rakan, go Rakan. Ja. Ja, okay. Weil diesmal ist unser Team kommt, macht diesmal viel mehr Team Sinn. Team macht schon sehr viel Sinn, ja. So sind wir variabler. Meine, unsere letzte Team kommt hat auf den ersten 3 Picks auch sehr viel Sinn gemacht. Ja, das ist danach richtig. Ging's downhill. Jetzt ja. müssen wir aufpassen, was mit dem zweiten Draft passiert. Genau. First time Jace, ja? Für Bookie? I think Jace is really good here. Ich griffe mit dem Jace Call, let's go. Gut. Da ah, ist okay. auch schon die Called Leona. Das ist Action ist Solo Lane. Lulu Mitte ist das, okay. Oder? Aber im Stin Flex zu revealen ist das schon ziemlich bad eigentlich. Ja, finde ich auch. Also, Modell. Weil das wir heißt, hätten hier safe keine Supports gemacht. Es ist auf jeden Fall Lulu Mitte nicht top, oder? Der Top, also wenn Also der Top-Bender ist der Top-Bender 0 Lulu Games, oder? Das heißt. Okay. Na, warte, jetzt warte mal kurz. Bei der Fiora? Ich denke, wir falsch machen jetzt hier. Wie ist denn GP mit ich hier? Denke, ich denke, wir sollten hier nicht. Safe Fiora bannen. Ich denke auch, dass wir hier safe. Also ich glaube, am leichtesten wäre es, wenn wir hier Fiora Camille bannen, um ehrlich zu sein. Fiora Camille. Ja, das sind not? Die beiden Most Play Champions noch von ihm. Oder wir bannen GP-Counter raus. Die zumindest sind Competitive. Also, wenn wir GP-Counter bannen wollen, die er gespielt hat, dann müssen wir Jace und Irelia bannen. Dann lass das machen. Jace bannen wir auf gar keinen Fall. Lass uns Irelia bannen. Ja, Irelia können wir bannen. Ja. Jace Irelia, will ich offen Camille, lassen. Ist das okay für euch? Ja. Fiora will ich spielen, tatsächlich, als Gangplank. Okay. Okay. Wie ist denn Mitte-Matchup? Anivia gegen Lulu? Sehr gut für Anivia. Ja. Würdest du spielen wollen, Crippo? Ja, gerne. Okay. Achso, da habe ich jetzt Druck auf dich gemacht. Nein, das ist. Da warte ich jetzt hier was? Camille? Nein. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt. Ich weiß doch, nicht. Camille, doch, Camille, doch, Camille. Camille. Doch. Entschuldige bitte. Ja, aber das Nein kam selber zeigen. Ja, deswegen überhaupt. Ja, das Problem ist, was machen wir, wenn er jetzt GP pickt? Dann sind wir gewinnen wir, weil der Typ keine Hände hat, KW. Also, dann gibt es saftige Anivia Top in Action. Ja, das Problem ist, also, ich glaube, wir müssen ja blinden. Immer noch. Oh, ja, wir müssen den GP blinden. Oder wir blinden nicht GP und wir gehen einfach Topling Poppy. Poppy ist auch so fein. Mit deinem Pick. Up to you. Ja, was, wie fühlt ihr euch wohl? Ich kann GP spielen oder wir spielen Poppy hier für Grepo? Und dann spielen wir Hyper Carry mit. Aber wollen wir Anivia blinden? Ich glaube, Anivia ist already pretty good hier, ne? Ja. Also ich denke mir halt, die haben 2 Close Range Carries. Aber ich, ja, ich mache nichts in Game. Muss ja nicht. Okay, wie schlimm ist denn ich pick Anivia, für ja? dich? Oh, Jace ja. ist. Oder andere Frage. Hat er in seinem Champion Dinge, die dich zerstören? Ja, Jace ist schon sehr der Typ schlecht. Der ist 200 LP. Ne? Das ist, also ja, ich meine,
Ja, wir spielen also einfach Gangplank. Also ich komme mal, GP Anivia hat so viel Zoning, dass Kalista Viego nie hitten können. Nie. Aber wenn wir jetzt GP gehen, unser Early Game, wir haben 3 Losing Lanes Early, ne? Und 3 Scaling Lanes, die nichts machen können Early, nur so. Jetzt ist zu spät, pick ja. Jetzt ist zu spät. ist meine Fabrik, nein. Ist eh gut für the Memes. Ja, das ist klar. Whatever you want. TP. Also aus meiner Sicht haben wir jetzt unendlich viel Zoning, unendlich viel Teamfight-Power und unendlich viel Scaling. Wir müssen theoretisch nur gegen das letztplatzierte Team aus letzter Season das Early Game überleben. Das, wir haben Ezreal, Rakan auf Botlane. Aber Kani, ist wie so ein toter Fisch. Ich weiß überhaupt, das kann ich gar nicht leiden. Wir haben doch sowieso keine Pressure mit dir. So, jetzt habe ich es gesagt. Das war jetzt echt gemein. Das war jetzt gemein. Ich entschuldige mich, Kani. Ich habe mich richtig gefreut auf den Abend heute. Er kommt wieder so. Vielleicht. Das war zu befürchten. Was spielst du für Summoners, Mr. Blöd? Ehrlich gesagt würde ich dann tatsächlich dieses Game für Topside spielen, by the way. Irgendwie. Ah, ich glaube, ich gehe Exhausts. Habt ihr das Wort denn mitbekommen? Ich den Bot-Push rushen. Den Bot-Push rushen? Ja, aber wenn Glitzer so ein Bein macht, dann ist der Support immer zu spät. Ich flitze noch ganz kurz auf die Toilette, ja. Kann ich das nicht aber allein machen? Kann ich wieder wir töten den Support, wenn er fehlschickt für den Ward. Maybe geht der nicht dahin, you know? YOLO. Also wir gehen für den Level 1 Ward. Da müssen wir aber pausen, wenn Freddy jetzt schiffen ist. Mhm. Ja. Die Gegner sind, by the way, fast full AD. Just auch saying. Korrekt. Also ich glaube, das wird für mich sogar ein Frozen Heart Angle. Habe ich da auch schon drüber nachgedacht, aber mach du mal. Das ist schon, schon falsch. Aber ich glaube, wir haben eine bessere Comp. Eine viel bessere. Auf jeden Fall, wenn wir einmal Ultis haben, ist, glaube ich, Game Over. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, die einfach so, die haben jetzt auch kein gutes Setup. Also Botlane hat natürlich ein insanes Setup für Viego, aber ja. Sololanes haben die nicht mal so gutes Setup. Ja, Sololane hat echt kein Setup. Ich glaub, aber das heißt ja, dass wir nicht so schön in den Arsch bekommen werden, wirklich. Oh, ja. Ja, aber Weakside kennen wir ja, oder? Ich würde sagen, eigentlich gefällt es uns. Pausieren wir direkt, oder? Ja, wenn wir für das Level 1 Play gehen, safe. Gewinnen wir überhaupt Level 1? Also es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht, nicht gewinnen. Ich glaube, Leona ist schon nicht schlecht, Level 1, oder? Also Leona ist gut. Lulu ist auch extrem krass, weil ihre Autodecks so viel Damage machen für den Chandra-Support. Mhm. Ehrlich gesagt, würde ich persönlich so gut wie, also so wenig wie möglich flippen, weil ich glaube, wir gewinnen. Aber wir haben noch, wir haben Anivia Q, wir haben Ezreal, Rakan und dann der Standard. Ich gewinne das Spiel. Der Support ist 10 Seconds too late. Ja, okay. Und das. Okay, Freddy, wir gehen für Botlane Bush. Spielen wir auch aggressiv oder gucken wir nur, ob sie enden? Botlane Bush? Ja, wir gehen für Botlane Bush. Wir spielen aggressiv. Ich würde okay, direkt in den da rein und dann in den River. Pause. Ja. Ah, danke, AF Slipper. Okay, was genau tun wir jetzt? Also, wir laufen in den Bush und dann laufen wir in den River. Okay. Ich glaube, jemand sollte den Busch warden, damit wir sehen, falls Leona halt durchläuft. Also, ich warde den mittleren Busch Botlane. Ne, den vorderen, würde ich sogar sagen. Oder? Vorderen? Ja gut, aber wenn die halt auch moven, sehen wir sie zu spät. Der Support kommt zu spät wegen der Kalista. Ah, true! Das war ja der ganze Punkt, warum wir das tun. Das war der ganze Punkt. Dass wir die Position Botlane auf jeden Fall haben zuerst. Ja, okay, ja, machen wir. Und ich würde in den allerersten Busch reinmoven, oder? Was meint ihr? Weil sonst müssen wir gamblen, ob nämlich die reinläuft. Ja, dann stellen wir uns ganz in den hintersten. Ich würde direkt in den vordersten, hintersten, wie auch immer du sagen willst. Ja, genau, in den dritten Busch. Also dritter Busch. Mhm. Ja, genau. Und von da aus, wenn die da nicht ist, würde ich sagen, wir machen weiter in Richtung River. Gerne. Maybe machen wir einen Rakan-Schieß über die Wand. Über den Blue. Mhm. Und dann warten wir da, gucken, ob wir einen Freekill kriegen. Und wenn nicht, dann also. Ich glaube, der Cooldown ist zu lang, oder nicht? Wir müssen warten. 8 Sekunden circa, 8 bis 10 Sekunden auf die Leona. Kani kann ja schon mal in den River laufen und sich ready machen für den Jump. Stimmt, der hat eigentlich CC auch ohne mich. Und der Rest von uns, kriegt, glaube ich, also Botlane, die Wahrscheinlichkeit, okay, dass jemand ist, ist sowieso. Ihr lauft Botlane und ich laufe über unseren Tribrush in den River. Ja. Einer von euch muss schreiben, dass wir ready sind. Ausgeklügelter Plan. Einer, der einen richtigen Client hat. Ich habe ready geschrieben. Gut, also ich lauf Try, ihr lauft Lane. Ey, der darf doch nicht an Pausen. Ja, doch hier, jetzt schon. Doch, weil von uns niemand streamt. Genau, nee, du läufst tatsächlich direkt rüber und abonnierst rüber, okay? Ja, also außer ihr seht jemanden. Ja. Wait, und was passiert, wenn ich da in jemanden rein W oder flash ich jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich, ja. Du guckst erstmal, wie viele Leute das sind.
Ich find's aber sehr lustig. Laufen wir in den Busch, deswegen, oder was? Ja, ja, wir laufen aber in den. In den ganz vorderen? Ja, ja. Ja. Ah, outhacken? Okay, wir haben uns gesehen. Du kannst rübergehen schon mal. 15 Sekunden. 14, 13, 12, nicht zeigen 11, können. 10. Ihr könnt alle zählen. Machen weiter. Ich schon mal resetten, ich würde schon gucken, ob wir weitermachen dürfen. Also ich gehe hier oben rum, right? Ja, ja. Ja, ja. Okay, ja, ich bin ab. Go. Hier ist ein Ward. Ich glaube, wir sollten hier raus. Ja, wir ziehen. Ich gehe auch resetten bei dir, dann komme ich mit dir mit. Yep. Nee, wait, warum hat jetzt niemand von euch hier gewardet? Na, weil, also jemand... Ich kann doch nicht warden, ich brauche mein Ward. Wir enden die Lane sowieso von hier oben. Okay. Mahlzeit. Danke. Die haben also, at least 2 Wards für uns, also ich glaube, das war auch gewordet. Das richtig fucked up ist, wenn die hier reinlaufen, ne? Level 1. Da die sind mit. Okay, die sind alle Wards sein. Ist der Viego da gewesen? Ja, ja, der Spotzeit. Hast du Pulse? Auch Solo, also, ich mein, sogar, ne? Muss nicht, ne, ist okay. Ja, der startet Solo. Der hat keine Potions. Vorsicht, Brücke, ich hab W. Wait, der hat keine Potions. Ja. Muss ich irgendwo pink was sein? Das ist halt irgendwo ein Control Ward, das, ja. Ja. Aber wo? Auch bedeutet, dass es relativ squishy ist. Warte. Du das? Ich würde. Ja, evaden? Darf ich irgendwo? Ja, wir haben halt schwache Lanes, ne? Hast du nicht gerade eben noch gesagt, du willst so wenig flippen wie möglich? Ja, aber es ist kein Flip, wenn der Typ einfach low ist. Am Reds? Ja, stimmt, der hat plus 100 LP, ne? Ich meine, low life. Ich weiß. Weil das war bis wieder mein schlechter Humor. Sehr greedy von ihm. Vorsicht. Ich glaube, du hättest mithitten dürfen. I mean, let's not do it, Burger. Mitte und Top keine Feuer. Die parfen für Top, ne? Wir parfen auch Bot. Ja. Stand with me, brother. Kriegen wir einen Bounce, Top und Mid? Oder. Wir kriegen ja Fire Top, oder Freddy? Was? Nein? Kriegst du jetzt nicht gerade Fire? Ich frage nur. Aber ich gehe Jace Prior. Der tradet nicht gut, aber. Also ich krieg actually Prior, glaube ich. Aber der Viego ist halt top. Ich würde es gerne sehr vorsichtig spielen, weißt du? Die Botlane kann gleich bei dir beim Red sein, ne? Ich würde es nicht so vorsichtig spielen. Ich gehe Topside für die Crap. Okay, dann push ich. Ja. Okay, Kalista ist wieder da. Leona ist immer noch missing. Okay, beide da. Haben die Bot-Crap gemacht? Oh! Nein, Gaming. Nice. Was zu sagen? Ja, damit Bounce yes, but I can kill. Fucking King. Können wir die Bot-Crap jetzt auch noch nehmen, Leute? Ich glaube, dass die gerade gemacht haben. Der Jace ist extrem vorsichtig. Also der ist höchstwahrscheinlich, denkt er, dass du oben bist gerade. Das heißt, der Jungler wird wahrscheinlich Topside sein. Ich hab den von den Puzzle auch gut rum, ne? Ich kann nicht TP'en, wenn er TP'ist. Wait, ich move nach oben. Ja, mach. Der ist auch nochmal tot. Nice, good job, man. Die Botlane move auch. Botlane move auch. Ja, wir müssen hinten. We cannot fight extended. Ich bin tot, ja. Shit. Gut. That's okay. Die Leona ist hier, ne? Ja. Bin fein. Brauch nur eine Push-Out. Blan. Scharfen Bot. Wait, die Karte unten ist noch da, kriegt ihr Push-Bot? Nee, ne? Nee. Vor allem, die Leona ist da, die hitten die schon. Nicht da, meine ich. Mitte braucht einen Outpush, Ja. Mitte ist sehr loomed sonst. Ich gehe einfach back, ist fein. Are you sure? Ja, muss ich auch. Ich könnte sonst nach den Golems schauen. Ja, okay, ist fein. Ich glaube, die kann nur diese eine Wave hinein, ne? Die Wave ist zu groß. Sehr schwierig. Geiles Matchup, Naja, da ist, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht so gepressured, wie sie uns eigentlich pressuren können. Nee, das nicht, aber es ist trotzdem so nervig. Ja, das ist auf alle Fälle. Toplane hart pusht und wird vielleicht nochmal resetten. Danke, Botzeit. Ja, der wird wahrscheinlich danach resetten. Oh. Ich hab Mord gefunden. Ich path gerade für Toplane. Toplane geht jetzt gerade resetten. Actually, very well played, dass du in CSR bist, Brücki. Warte mal. Gerade für Drake vielleicht wahrscheinlich. Das ist aber nicht legal, oder? Nein, wir können nicht. Oder sie gehen Midlane. At Mr. Crab. Das ist nicht legal, Leute. Das ist nicht legal. Wir können das übernehmen sogar. Der TP, aber er ist wesentlich stärker als ich gerade, ja. Können wir kurz den Dragon machen, Leute? Drake. Dragon? Aha.
Nice. Nach rechts raus, nach rechts raus, nach rechts raus, nach rechts raus. Wir müssen nach rechts raus. Das ist raus, by the way, ne? You can. Der hat einen Reset. Oh, schade. Oh, schade. Wenn es nicht zu schlimm ist, ist es tatsächlich fein. Ich hab jetzt ganz... Ult. Ah, vielleicht gehen die für den Dive? Bin ich so nackt? Weil Jace ist Mitte? Ja, ja, das ist Tibi, das ist Tibi. Deswegen wollte ich auch noch rechts raus. Ich hab's nicht geholt, dass es Tibi ist, aber... Ja, ihr müsst mir sagen, wenn der Tibi ist, weil ich kann noch viel mehr Dinar noch. Wer hat außer Leona noch geflasht, gell? Das ist nicht worth it mehr für die. Ich hab grad zwei Platten gekriegt. Okay. Das ist ein okayer Trade. Was machen wir mit Herald dieses Game? Habt ihr jetzt so Regal Call zu Regal? Wait, wollen wir da? Agurin, ich bin gleich hinter dir. Ich hab leider meine Cure. Okay, dass der Blizzard Protect hat. Top Flash. Sind alle oben, by the way. 20. Wenn du es nicht unten, I'm sorry. Das heißt, wir können Botlane diven. Dann müsst ihr aber overstayen. Nee, ich muss basen, ich hab 2k. Ist halt alleine gewesen, aber gut. Okay. Leona top. Lass den Blue zu nehmen, zu haben nehmen. Okay, ja. Oder ich kann den wahrscheinlich auch alleine nehmen. Der ist gerade resetten gegangen, wenn du was anderes findest. Du bist jetzt relativ strong mit. Ja, ich werde halt gerne die Kalista töten, aber die hat auch sogar noch Flash-Up. Also ich habe sie zumindest gar nicht flashen gesehen. Ja, gut. Die Lanes oder was ist das? Willst du den haben, Kripo, oder kommst du einfach so hin? Ja. Kripo ist richtig angespannt gerade. Ja, ich komm. Okay, wait, die ist noch hier. Ja. Die hat Flash. Lass mich die erste W. Venom Kill? Wahrscheinlich. Perfekt. Ja. Good job. Okay, komm resetten. Ja. Warte, ich brauch die Kennen, ja, Docker Play ist up, guys, sorry. Waren die Herald gerade? Nein, es ist noch nicht ready. Ich renne jetzt Topside und dann... Man können wir entweder ein Play auf Jace, No Flash machen oder Herald. Die werden bei uns in der Topside wahrscheinlich sein gleich, ne? Ich bin 2 Sekunden hinter dir, Chef. Mhm. Kannst du gleich nach der Wave kommen? Die kommen für mich. Ist nice, guter Dodge. Ja, er ist fein. Wait, der Vego ist... Kannst du die nächste Wave noch pushen, Crapo? Und dann sollten wir erst was machen. Leona war auch mit top. Weil dann kriegst du Prior. Ist der Peak, ja? Ja. Leona ist immer noch top. Ich würde dir den Blue hier geben, wenn du möchtest. What the fuck? Warum krieg ich nie Blues? Hier ist ein War. Ich hab gerade den Gegner schon deswegen. Kann ich hier kurz... Okay, Leona bei mir. Ja, die geben Kalista fehlt. Abgeben, aber ja. Was machen wir, Agurin? Machen wir Herald hier? I think it's fine. Also, ja. Hier ist ein Ward. Also, es gibt eine Welt, in der Kalista gebased und für Herald spielt, ne? Gleich? Ne, ist nicht. Okay, dann sollten wir hier gewinnen. Sie haben euch jetzt beide gesehen, also, sie wissen, dass ihr am Herald seid. Okay, ich glaube, man muss einmal mit zurück. Actually, wir sollten nach oben raus und um den Jace töten. Hier ist ein Ward, ne? Also, die sehen uns hier. Vorsicht, ne? Vorsicht, die kommen alle, wir müssen dringend weg. Wollen wir nicht fighten hier? Nein. Are you sure? Wir sind zu viert, wir sind zu viert. Gleich meine ich. Ich hab 30 noch auf Ult. Actually, also ich kann den EQ ulten, der stirbt, ne? Ich hab 10 Sekunden auf E. Ich hab 10 Sekunden auf E. 8. Wenn wir tot. Trap him in. Er muss nicht mal irgendwas drücken. Das zeigt zum Herald danach, Leute. Direkt zum Herald. Direkt rotieren. Ward oder? Ach, ich hab kein großes Smite. Ah, shit. My bad. Das war actually sehr schlecht. Von mir. Wow. Na, wir hätten ihn trotzdem wegen mir töten müssen. Nein. Wir sollen aber trotzdem weitermachen. Oh, dann ist super low, ne? Der Enemy Top Turret ist halt omega low, ne? Eine Minute auf Drake. Okay, sorry. Komme. Darf ich hier überhaupt hin? Siehst du den, oder? Ich sehe den schon, aber ich würde nicht machen. Der hat Flash, Planning. Wie du möchtest. Weil, also, maybe Lulu. Ich will erstmal meine Camps im OZ fahren. Dann okay, dann gehe ich auch kurz Base. Jonas unten. Ich gehe auch Base, ja. 35 auf Drake. Tatsächlich kriegt Freddy den Top-Tower gleich solo einfach, ne? Oder ja, Top-Lane sieht super gut aus. Müssen wir einen Play-Top-Lane machen, oder kriegst du den solo, Freddy? Nee, der ist fucked. Oben, der kann nichts mehr machen. Okay, sehr gut. Perfekt. Die haben einen Freeze-Bug. Mhm. Okay, dann komme ich noch unten. Aber ich hätte... Freeze. Auf den Freeze können wir maybe sogar Dragon machen, by the way. Aber soll ich dann noch bleiben? Ja, bleib, da ist auch eine Potion. Leona hat auch gleich wieder Flash. Also ich kann dich gleich covern, dass sie dich nicht all-in, oder dann machen wir Dragon. Wann ist Top-Flash wieder da? 10 Sekunden. 11. Leona. Kannst du das dann nehmen, okay? Wir können direkt. Es kann sein, dass die jetzt den ganzen Top-Turret nehmen, wenn der Viego hier ist, ne? Ich glaube, die sind unten. Sonst würden die nicht freezen.
Aber ich bin mir nicht sicher, das ist ein Guess. Wir machen jetzt Dragon. Die haben den Freeze aufgegeben, ne? Der Reset der von keine mir. Ult, der hat keine Ult, der Vebo. Der ist sehr schwach, ja, oder? Der Vebo ist nicht schwach, aber der hat keine Ult. Also, dass wir hier auch wieder in dem Matchup zwei Early Drakes kriegen. Crazy. Ja gut, die haben wir relativ teuer bezahlt, ne? Okay, Freddy, wir haben ihn nicht Botlane gesehen, falls du jetzt... Ja, oben ist schon tot. Okay, okay, nice. Oh mein Gott, okay. Diego ist auch tot, die sind alle tot. 15... Schaffen wir es, Bot zu diven mit der Wave hier? Kommt du den an? Ja, hat jetzt ja gerade geflasht. Actually, der Jace hat TP. Wir sollten das nicht machen. Ne. Ich gebe es, ja, okay, top. Kannst du wahrscheinlich mitmachen, Kani. Ich hab du läufst Mitte pushen, Kribble. Ja, ja, aber it's a bait. It works. Okay. They're bad. Ja, den kompletten Top-Tür genommen. Na, it's okay. Drei waren top. TP Lulu ist raus. Wir können den vielleicht da killen an dem Grom, wenn er greedet. Schade. Oh, ja, 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 let's go. Der hat Flash doch. Ja. No, der hat Flash und Ult wieder. Aber ja, das sieht nach einem Killer-Antrieb aus. Hm? Wir killen die Wave und annehmen, Crap, und ich gehe Mitte? Oder? Ja, okay. Nice, gutes Ding, gutes Ding. Geil, ja. Nehmen wir damit jetzt Top-Turret? Ich werde die Midwave erstmal nehmen. Oder, ich kann Freddy Backup. Ich glaube, ich kann den Diven theoretisch. Ja. Ist nicht sogar gleich Level 6? Mir fehlen noch zwei Minions. Ja, der schießt mich, ja? Ich hab noch keine Wege. Wir sind alle top. Wir wollen eigentlich top spielen. Okay, no man, dann nehme ich nur die Kappe. Nehm mich gechased aus dem Busch. Wie sparen wir unsere Lanes? Normalerweise sollten wir Niven nicht aus Mitte rausmoven, ne, wenn das würde nicht sein ich muss. Ich zustimmen eigentlich. Also ich glaube, Brücke geht einfach wieder Bot, ne? Ja, also ich glaube, Brücke, du kannst besser Sidelane. Gibt Krepo mehr Sicherheit und er kann die ganze Zeit pushen und dann sich runterarbeiten. Ich kann eine Water, aber ja, Vorsicht. Mhm. Der Top hat wieder Flash. Hm? Ich habe hier einen Base und hier Bot. Okay. Meine Ult ist 30? Ich hab Ult in 40. Die Kalista hat keinen Flash. Also ich würde das machen und dann vielleicht Botzeit oder also das und dann Botzeit oder so. Könnte Vega auch hier sein? Ja, ne? Er war tot, ja. Er könnte Botzeit. Er war auf jeden Fall im Blue. Leona ist mit. Okay, Leona ist wir gehen alle Bot, wir gehen alle Bot, wir gehen alle Bot. Sind alle Bot, die gehen? Möchtest du ja. Team? Ja, ich auch. In 6 kann ich gewinnen, aber ich will den Turret eigentlich. Also die Frage ist, möchtest du? Nicht. Es geht schon los. Ich bin fein, ich hab alles gedodged. Lass doch ruhig fallen, lass mich fallen. Ja. Keine auf der Schub mehr. Ja, schön. Da Vega, der oben. Der hat keinen Flash. Leona? Ja, ja, Leona, irgendwas hast du? Ich hab 3 Sekunden, dann geh ich hier hem. Wir gehen links halten. Okay. Ich hab noch EQ Ult für Lulu. Ja, ich hab auch noch Ulti. Aber keine Vedo. Hier vielleicht? Oh, schade. Botlane? Push Wave. Dive. Ah, fuck, ich glaub, wir hätten auf Botlane gehen sollen. Push Wave und Dive ist besser. Works. Kannst du mitkommen, Kani? Jo, ich hab noch Ulti. Hast du gut Mana Cripples? Nee, ne? One Q. Ja, that's should fine. Be enough, should be enough. Ansonsten nehmen wir die Platten, ja. Nice, juicy. Ich werde sie ulten, wenn sie nah ranläuft. Nah, wir sollten das aber actually bald nicht mehr machen, weil Alter. Der ist, by the way. Kein Flash Top, der ist Top ist so dumm. Ja, das wäre wir already won. Top ist so dumm für ihn, der kann nicht mehr lernen. Mami! Darf ich kurz Minions nehmen? Ja. So, ich gehe raus. Ich die machen hier den Blue nehmen. Der geht? Nein. Ja, der wird nämlich reinspringen, wir sind instant dead. Nimmst du den Blue? I mean, wenn du basen möchtest, würde ich den nehmen, ansonsten... Okay. Da kann keiner sein. Ja, aber die ist ja noch Mitte gewesen. Ist irgendwer von denen oben gerade? Oder kann ich den einfach nochmal cheesen? I don't think so. Ich glaube, die machen tatsächlich Botlane-Play. Ja, da sind sie wieder. Eine Minute auf Dragon. Wir haben Toplane TP, wir können den definitiv fighten. Ich hab auch Flash Ulti jetzt. Okay, mach ich. Ich push mit. Ist gut. Bin da Brookie. Kannst hier bete. Köpfe ist einfach ein Support-Spiel aus. Aber glaubst du, ich darf das? Ich bin auch mit euch. Ja. Okay, Freddy, what the fuck. Und ich pushe Mitte, also Lulu muss Mitte sein. Ich bin okay, Lulu ist Mitte. Okay, Vega ist da. Aber die werden den Plättiger machen. Boah, darf ich die kennen haben? Also wenn... Lieber dich. Ich hab zwar eine gute Entscheidung, Freddy Top zu setzen. Also ich kann hier Force tappen. Ja. Ich kann hier Tier 2 nehmen, oder? Ja, ich glaube auch. Drake in 40, das ist unser Soulpoint, ne? Eigentlich würde ich den Drake fighten. Das ist super gut, wenn du Toplane pushst währenddessen. Weil dann... Aber ich hab halt, also ich muss auch... Also wenn wir Drake fighten wollen, muss ich resetten, ne? Nee, wir sollten definitiv den Drake fighten. Ich glaube, du holst einfach Leute in die Toplane rein und wir kriegen den so for free. Midlane? Ich bin tot. Sicher? Nicht, wenn ich das spiele. Ah, sorry, I mean.
Ah, ich hätte dich sterben lassen sollen. Ja, ich auch. Für den Dragon. Fuck. Fuck, Winter. Oh, Freddy. Oh nein. Oh nein, was ist da auf passiert? Wait, haben wir jetzt überhaupt... Wait, ich glaube, wir verlieren Dragon nicht, oder? Doch, doch. Natürlich verlieren wir den. Können wir noch diven unten, oder? Ja, können sie, Leona kann da sein, ja. Leona ist da. Die hat kein Flash, Leona keine Ult. Die hat kein Flash. Ja, nice. Okay, actually gut von dir. Auch gut von dir. Turn mit der Kreppo. Ich krieg Turret vielleicht dafür. Sehr, sehr gut. Wir müssen uns abgewöhnen. Also wir müssen Leute sterben lassen. Ja. Weil hier war auch wieder ein Easy Play auf Kalista drin. Wait, kann ich hier... Ich kann nicht jumpen lassen gleich, wenn er auf dich turnt. Aber ich mach den Red. Tut er leider nicht. Wait, wollen wir dann hier ordentlich für Botlane gehen? Weil die müssen jetzt halt mit am Top noch beantworten. Würde ich jetzt einfach chillen, Freddy. Ja, wir können auch chillen. Also das Game ist straight up over. Ja. Ja, aber es ist Level 13 und ich habe auch 4000 Gold. Ja, nice Flex. Wahrscheinlich sollten wir den Herald nehmen und damit irgendwie Freddy selbst für Botlane putten. Der Bot-Turret ist free. Wir sehen halt, wenn jemand kommt. Es ist nur Lulu, ja. Ja, okay. Ich hätte kriegt den. Ich würde trotzdem den nehmen für den Tier-2-Gun. Nice, good job. Ist down, Herald, oder Leona, Kirsten? Ja. Junge, ist dieser Gangplank-Fan. What? Ja. Willst du runtergehen, nicht hier hoch, oder willst du oben bleiben? Nee, ich glaube, ich gehe einfach weiter hoch, oder? Okay, ja. Oder soll ich unten Progress auf den Tier 2 machen? Das ist auch okay. Das ist halt eher die Idee, die ich habe. Weil die machen die Drakes contesten. Actually, die sind hier am Herald, die contesten Herald, maybe gleich. Okay, ich geh trotzdem runter. Wir sind dann in Unterzahl, by the way. Ich glaube, du sollst jetzt erstmal hier hinkommen, weil das ist eh sehr weit weg, ne? No? Yes, no? Okay, no. Kann da was drin sein in dem Busch? Theoretisch. Leona war gerade Mitte. Leona ist Mitte. Also glaube ich da nicht, dass sie Topset trappen. Ja, wir sollten halt gleich rumswappen, Brücke. Push die Wave einmal unten raus und dann lass das swappen. Du hast völlig recht. Mit dem Lancer da. My bad. Ja. Die pushen wir können auch stattdessen einfach für T2 Mitte spielen. Aber wofür spielen die denn jetzt gerade? Die haben doch keinen T1-Spot. Die nehmen die Krab unten. Ha. Hier, Mann. Ja, okay. Wobei eigentlich will ich dann Trace unten stinks. So, ich komme jetzt da nach unten. Du clearst die Wave noch, ich cover dich kurz und dann können wir das swappen, okay? Ja. Ich glaube, wir sollten runtergehen, alle zusammen. Botcrap einnehmen. Bei mir ist Kali. Oh, Kali ist das. Wir können die Loot chillen. Kannst du chasen? Ja. Ich kann hinten langlaufen. Ist die Lane runter? Ja. Hat sie Flash? Weiß das jemand? Die muss Flash haben. Ja, die hat Flash. Ich hab sie gecached. Hier, jump. Nice. Okay, Recarried hier. Nice. Sehr schöner Call. Na, jetzt bin ich natürlich komplett deplatziert hier, ha? Du müsstest maybe Mitte Harriden, by the way. Ulten. Ulten. Ja. Aber wir kriegen zwei Platten. Zwei Turrets. Ah, das reicht nicht, das waren keine mal. Wir können die vielleicht hier trappen, dass sie nicht rotieren. Wir wollen hier. Vielleicht einen Raptor nehmen? Look. Ich hab was. Gefunden. Ich hab keine Ulti. Komm mal. Ah, die sind pretty chunked. Die sind schon chunked von der Ulti, weil die durchgetankt haben. Leona? Die hat kein Flash, die hat kein Flash. Das ist ein Easy Force. Also, wir können vielleicht den Tier 2 jetzt nehmen, Leute. Ich bin da. Ich bin da, boy. Okay. Achtung wegen TP Jason. Oh, Nash ist ein 40. Wir sollten nicht sterben. Ich bin da. Shut down. Wir sollten wahrscheinlich die Topside-Camps protecten, Leute. Oh Gott. Ich würde gerne kurz meine Snacks abbauen. Die Camps hier sind maybe von... Ah, nein, Jace ist gebased. Willst du den Blue Crapper? Ja. Oder kein Bubble. Danke. Eineinhalb Minuten auf Drag. Also, I guess wir sollten auf jeden Fall den Dragon einfach teamfighten und wir gewinnen. Ja. Einfach nicht sterben. Ich habe jetzt auch schon Regas. Jetzt läuft der Engage. Wir können nichts machen. So. Ich habe da gerade auch keine guten Barrels gehabt, aber wir sollten normal können die nichts mehr machen. Mhm. Ja, weil jetzt tickt halt diese heftige Down-Control von uns gegen die ganzen Short-Range-Champions von denen. Ja. Hm? Die haben schon Healing Reduction gekauft. Ja, ich habe keinen Ignite gerade. Die Kalista ist aber gar nicht schwach tatsächlich. Also, wir sollten. Nee, also Kalista, Lulu, wenn die Diego Resets kriegen, wir müssen echt aufpassen. Ja. Brauchst du die für irgendwie 12? Nein, ich werde einfach. Kannst du hier Pinky Items kaufen? Ich bin jetzt gerade Nash gewordet. 44 auf.
kannst wahrscheinlich die nächste Wave noch und dann kannst du wahrscheinlich dazu kommen, das sollte passen. Mhm. Bevor ich Angst hätte, ist, wenn die jetzt einen Play auf Freddy machen zu fünft. Nach der Mitte Prime. Naja, also die sehen wir ja. Die gehen auf jeden Fall runter. Ja, aber nehmen wir halt Nash, ne? Nein. Ich denke so. Ich glaube, wir sollten einfach nochmal teamfighten. Risikoloses Win. Kannst du rumkommen, Freddy? Wollt ihr frontal reingehen zusammen? Ja, einfach frontal weg. Wartet noch, bis Brücke da ist. Brücke ist noch nicht da. Ja, jetzt bewahren wir noch. Brücke macht noch ganz entspannt seine Krabbe, das ist schön. Ich wurde gerade an Nachtmast von irgendwas. Sind die da? Wait, what? Ja, ist ein guter Zone, guter Zone. Was ist rausgezogen worden? Vego. Ich bin next. Okay, Vego Ulti for free, no? Ah ja, gut, für meine Ulti, aber das... Ich bin tot. Oh lol, ihr könnt sehen, dass du so deep gegangen bist. Ich wurde... Können wir den Drake einfach schnell machen? Solange die noch nicht gegroupt sind? Ja. Sie haben Leona Ult benutzt und jetzt ist es. Wenn ihr sonnen könnt, ist gut. Ja, ihr solltet schon für die Fight gucken, oder ihr gewinnt den Dragon nicht. Ihr könnt die alle killen, dann kriegen wir Nash. 2 Sekunden W. Okay, Vego Flash. Könnt ihr die chasen, dann machen wir Nash oder so? Ja. Wo ist der Vego? Ich move schon mal zu Nash, ich kann Brücke healen. Ja, so, Digga. Wer denn noch? Oh, ihr kriegt den gar nicht, oder? Oh, what? Okay. Wait, können wir jetzt überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Unser Jungler ist auch am Leben. Ja. Oh, die müssen top defenden. Hat der Ult? Nee, ne? Nee, der hat von mir. Der muss am Anfang rausholen. Hat er denn Flash? Also kann der stehen? Flash hat er, ja, aber er hat keine Vision. Dann kann er einfach killen hier, ne? Ja. Go for it, wir machen Nash. Wir haben auch Levi Double TV. Wait, kann ich actually basen? Aber nee. Crippo wäre wichtig, actually. Look at this hier. Komm, oh, Leute, hab ich nicht gesehen. Naja, ich glaube, die contesten halt nicht. Wissen wir, wo Vego nicht hier ist? Nee, der ist nicht da. Der Vego. Job. Leona Ult war da, glaube ich. Ja. Die hat die Leona ultet. Die Leona hat geultet, ja, auf den Nash. Ja. Hat man nicht gesehen, finde ich, aber die war. Was ist mit dem Typen? Der geht ohne Flash und ohne Ult hier rein und will Jungle klauen. Was ist mit dem? Ist der lost? Ah, ist egal, ist ein Power-TP. Ist einfach auch ein Statement. Wollen wir einfach Mitte beenden gehen, oder? I'm getting so giga-creepocked here, what the fuck? Können wir Mitte durch? Unten ist ein Jace, auf den hätte ich Lust. Ja. Ich habe noch unten. Musst du nicht basen, Crippo? Wollen wir nicht Tempo, Bro? Ja, aber können wir basen? Crippo, du musst base. Aber du gehst Inter, ich spiele ja mit 1, ja? Tempo-Verschlepper 3000 hier. Das ist unser Coach. Das ist der immer sagt, wir sollen kein Tempo verschleppen. Was ist das denn? Was ein Scam. Ich habe zu viel Diamond 1 gespielt. Ich habe Angst, dass du Interst. Wir sind ja eigentlich relativ safe. Ja, hier should be fine. Ich glaube, du pushst einfach Botlane durch, Brücke, oder rotieren wir irgendwann zu dir. Gerne. Die engagieren mit, aber wir können nicht. Wait, die haben komplett verschissen. Ja. Oh, schade. Oh, man. Genau. Wer auch immer gecallt hat, lass den Gank den Card engagen, ist auch ein kleiner Troll, glaube ich. Ja, kann ich reinflashen? Nee. Nein. Jetzt geh ich aber rein. Nach hier stehe ich aber. Hier. Bin am Weg, bin am Weg. Oh oh. Okay. Oh, oh. Night, sweet prince. Nein, jetzt, oh Gott. Ich dachte schon, Brücke ist wieder drin, ne? Wait, weil wir dürfen nicht trollen, ne? Die sind immer noch stark. Okay. Aha. Jetzt rein da, komm. Unten, Enten. Wir haben eine Wave unten, ich hab keinen Töd. Ich hasse Enten. Ich war, ich tue so, als wenn ich die Seed bin. Maybe greifen die mich an? Wir sind nicht in Season 2. Auch wenn sie es so anfühlt. Funktioniert irgendwie nicht, ja. Kann no! Okay. Jace kommt jetzt ab. Können wir den Twitch schreiben? Doch, die Kalista ist sehr low, Ah, das ist auch kein Cheatball mehr. Leona? Ich hab die Backline hier. Kalista kein Cheatball. Okay, perfekt. GG. Der bringt 100 Gold. Guck mal, ich hab ich hab 15 bekommen. Ah, ich komm nicht mehr ran. Ich hab keinen Mana. Wollen wir kurz die Dupo chasen? Ja, schade. GG. Oh. Nice one, boys. Nice! Oh, good shit, guys. Guter Kill, Freddy. Danke. Wait, shut up, guter Kill. Komm, dann war legit einfach solo. Der hat einfach die ganze Zeit den Jace geabused. Ah, ja.
Ja, schon. Ja. Was aber sagen? Crapper hat solo bolot. Das war tatsächlich cool. Ja, das war cool. Ich bin das so, ich finde das so ungewohnt, dass Crippo so ruhig war. Das ja, same. Das war so komisch. Normal redest du noch Karte immer von so gestern, viel. Ne? Yeah, I've got a bit of an hangover and I slept like 3 hours. It was a bit of a mistake. Hab mir heute angemerkt, ne? War solide. I was stressing that I shouldn't joke and ruin the game, you know? Na, war gut. Ich werde den ersten Solo-Kill muss ich mir nochmal anschauen. Ne? Na, eigentlich sollte Lulu im Early schon ziemlich stark sein gegen Anivia. Ich glaube, der hat halt getradet 1 für 1, aber er hatte halt Egg. So. Ja. Basically, was ein Egg-Bait. Ja, gut, war nice. Aber wenn ich da das Babel erwischt hätte. Na gut. Sehr gutes Game, ja. Ja. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Das war ebenfalls. Sehr erfreulich diesmal. Jo. Macht's gut, Leute. Bis macht's gut. Gut. Ciao. Rein. Tschüss. Ciao. Disconnected from your channel. Yo, das war's. Wir haben gewonnen mit einem Sub. Geil. Ja. Ich weiß gar nicht, auf welchen Channel das hier kommt. Aber maybe packe ich dieses Game sogar auf den Main-Channel. Einfach nur, damit ich Werbung machen kann, auf den Begurin-YouTube-Channel hinzuweisen. Und zwar, normalerweise packe ich die NNO-Games auf den Begurin-Channel, beziehungsweise den Uncut-Channel. Weil ich mir dachte, ich will jetzt nicht den Main-Channel die ganze Zeit mit Analysen, mit den Live-Games, also mit den Games hier vollspammen und so. Und ja, das Game war, ehrlich gesagt, also mechanisch nicht so gut gespielt von mir. Terrible gespielt. Hat überhaupt nicht gemeldet. Ja, und Freddys GP war auf jeden Fall eine gute Idee. Definitiv. Ich glaube, wenn wir hier andersrum spielen, also Freddy Mitte, Crapo Top, aber wahrscheinlich würde Freddy dann einfach mit outfesten. Ich glaube, es hat sich nicht viel genommen. Ja. Wir stehen jetzt 2-1 und cool. Daumen hoch oder so. Was sagt man? Daumen hoch, abonnieren und Glocke. Und das auch auf dem B-Gurin-Channel dann. Hoffentlich. Bis dann, Leute. Tschüssi.